Hallo und willkommen zurück zu Material Energy Hypercubed mit Das Flip in Folge 32. Ich wollte euch zum Einstieg was Interessantes von diesem Ineffable Glass zeigen. War ich genau an der Grenze diesen? Ja, egal. Und zwar, wenn ich Shift gedrückt halte und hier drauf schleiche, kann ich drauf laufen. Wenn ich Shift loslasse, plumps, falle ich durch. Mauz, hört auf zum Jaunzen. Diese komischen Withercats spawnen anscheinend als normale Minecraft-Vanilla-Katzen und deshalb auch außerhalb, auch auf Glas und außerhalb dieser Sphäre. Strange. Bevor wir uns da weiter da unten betätigen, wollte ich zuerst mal eine Quest einlösen. Ich habe nämlich endlich genug Leder, um diese Domestication-Quests fertig zu machen. Wir bekommen 15 Slime-Spawn-Eier und 15 für Squids, also Tintenfische. Ich kann mittlerweile Slime-Bäume wachsen lassen, deswegen brauche ich die nicht mehr wirklich. Und Squids, ja, vielleicht brauche ich mal schwarze Farbe, dann kann ich die vielleicht ganz gut gebrauchen. Das kann dann auch weg. Jetzt haben wir vom letzten Mal noch dieses viele Metall übrig. Das wollte ich ja zum Ende der letzten Folge so automatisieren, dass ich das hier reingeben kann. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich denke, ich habe schon eine Idee. Als erstes möchte ich hier einen zusätzlichen Smeltery Drain einbauen. Zum Beispiel, wo mache ich den wohl am besten hin? Beispielsweise hier direkt drüber. Der Inhalt der Smeltery bleibt dabei erhalten. Der geht nur verloren, wenn ich den Controller kaputt mache. Das habe ich aber nicht vor zu tun. Dann wollen wir mal sehen, ob der gleich richtig rum da drauf landet. Jawohl, tut er. Wunderbar. Dann mache ich hier Fluid Conduits hin. Ich habe die normalen statt die Pressurized Fluid Conduits genommen, denn die reichen für diesen Zweck. Und dann kann ich, ach, machen wir es doch einfacher, dann kann ich hier direkt diesen Tank draufsetzen. Und wenn ich den jetzt umschalte, mit Rechtsklick wird das da reinlaufen und dann die Smeltery füllen. Zumindest gehe ich davon aus. Dann möchte ich, dass das Ganze in Form von Blöcken hier rausfließt. Das kann ich dann tun, indem ich diese Glock hier oben hinsetze. Aber vorher will ich natürlich alles rausmachen, was... ja, hier kann man auch Items reinsetzen. Zuerst möchte ich alles rauslassen, was hier noch drinnen ist. Mit den Emeralds wird das natürlich schwierig, aber die werde ich einfach in einen Tank geben. Mit dem Blatt, das ist eine recht einfache Geschichte, da kann ich hier dieses Ding runternehmen. Es fließt ja immer raus, was ganz unten ist in dieser Liste. Man kann dann anklicken, was runter soll. Und dieses Blatt kann man einfach so rauslassen. Und dann habe ich ja hier unten schon diesen Trichter dran, deswegen wird das dann automatisch abtransportiert. Gut, das wären wir los. Dann das Gold. Jetzt habe ich da eine Platte draus gemacht. Das war nicht so gescheit. Aber es soll mir auch recht sein. Dann mache ich aber noch einen Ingot draus. So. Und dann habe ich noch diesen Emerald übrig. Das mache ich jetzt einfach gleich so. Machen wir es doch auf die Schlaue. Irgendeine Form von Tank. Es tut es auch ein ganz kleiner. Genau so einer hier. Denn Emerald ist ja doch noch eine relativ seltene Ressource. Die ist immer noch schwer zu bekommen. Dann gehe ich da drauf und sage dem nach Osten soll er extrahieren und du bist auf Input Mode, das heißt, das passt. Der füllt sich jetzt langsam mit diesem, aber sehr langsam. Ich glaube, ich nehme doch Pressurized Tubes. Die sind ja extrem langsam, das nervt. Nee. Dann die besseren. Jetzt ist aber hier das Zeug alles drin und die Smeltery ist komplett leer. Gut. Dann kommt jetzt dieser Tank hier drauf. Hier, wie gesagt, ein Pressurized Fluid Duct hin. Oder Fluid Conduit. Nanu, habe ich jetzt doch keinen rausgenommen. Ach doch, das sind alles Pressurized Fluid Ducts. Okay.
Nach oben ist dann extrahieren. Up extract, always active. Und jetzt sollte die ganze Smeltery damit volllaufen. Jawohl, das funktioniert ja schon mal blendend. Dann setze ich die Clock hier drüber, damit die immer diesen Faucet aktiviert. Das macht sie jetzt immer so pulsförmig. Ich frage mich gerade, ob der Umweg über die Smeltery eigentlich notwendig ist. Das will ich jetzt ausprobieren. ingots, ja. Und das würde natürlich über den Ingot-Cast hier drüben ewig dauern, das zu leeren. Deswegen mache ich das über dieses Casting-Basin. Da kann ich das jetzt einfach mal rausnehmen. Die nehme ich mal weg. Und wenn dieser Block hier drin ist, versuche ich mal, ob man das auch direkt aus dem Tank da reinlassen kann. Das müsste eigentlich auch gehen. Mal sehen. Gut. Nein, ich stelle es dann nicht dahin. Und wenn ich jetzt den Tank hier oben hinpacke. Das leuchtet anscheinend. Na, es ist ja flüssiges Metall. Es ist ein bisschen wie Lava, ne? Macht Sinn. Und wenn ich jetzt hier oben wieder auf Extract stelle und auf Always Active, dann läuft das genauso voll. Das gefällt mir außerordentlich gut. Okay, und dann kann ich hier drunter... Ups. Ja. Das sollte man vielleicht nicht machen. Egal, ist nur ein Laboratory Block. Dann mache ich hier wieder einen Trichter drunter. Hopper auf Englisch. Ich habe wahrscheinlich keine Kiste vorrätig, ne? Ja, okay. Man kann hier mit Holzblöcken, aber nicht mit solchen bitte, komplette Kisten, also mehrere Kisten auf einmal machen. Ich würde aber nicht das, will aber nicht das Dschungelwood verwenden. Verschwenden. Da brauche ich dann auch gleich noch eine, ne? Dann mache ich noch eine zweite Kiste. Und dann den Hopper. Shift-Linksklick. Und da haben wir ihn. Dann setze ich den hier drunter. Stellt ihn mit der Wrench so ein, dass er nach vorne zeigt. Jetzt zeigt er nach unten, links, hinten, rechts, vorne. Jawohl. Und stell dann hier eine Kiste hin. Etwa so. Okay. Dann sollte jetzt nämlich immer, wenn dieser Block fest geworden ist, jawohl, sollten hier zuerst in den Trichter und dann eigentlich in die Kiste die Items reinlaufen. Warum laufen sie nicht in die Kiste? Das finde ich gerade eigenartig. Der ist, glaube ich, wieder nicht richtig eingestellt, ne? Seltsam. Wann zeigt der nach vorne? Ich sehe das gerade irgendwie nicht deutlich genug, habe ich den Eindruck. Machen wir es doch mal anders. Ups, vielleicht nicht draufstellen. Landet nicht drin. Landet nicht drin. Jetzt landet es drin. Okay. Alles klar. So können wir also aus dem flüssigen Metall relativ simpel Blöcke machen. Ich frage mich, ob man das Ganze noch reduzieren kann, indem man den einfach nach so einstellt. Na los, da ist doch ein Block drin. Zieh ihn doch raus. Okay, das scheint nicht ganz zu funktionieren so. Was zum Geier ist gerade das Problem? Okay, irgendwas, glaube ich, hat es da gerade zerschossen. Das sah nach einem Bug aus. So hätte das, glaube ich, nicht sein sollen. Up
Extract muss man leider jedes Mal wieder neu anstellen, aber das ist okay. Always active. Und wenn es jetzt so läuft, lasse ich es einfach so und dann meine Finger davon. Ja, funktioniert und wir bekommen Calendrite-Blöcke. Noch und nöcher. Damit dürften wir den Teil der Quest von Lost in Time erledigt haben. Calendrite brauchen wir 10 Blöcke, die habe ich definitiv schon. Und dann brauchen wir Amordrin. Und dafür brauchen wir dann Shiny Metal. Und dieses Shiny Metal, da gab es doch einen Weg, das zu bekommen. Irgendwie über Ferris Ore ging das, glaube ich. Aber das hat es hier, glaube ich, nicht angezeigt, wenn ich mich recht erinnere. Das sind alles andere Sachen hier. Ich glaube, wenn man den in der Sagmill... Ah, dann muss ich aber nach den Ingots suchen, ne? Ich kann natürlich Shards draus machen, klar, aber dafür brauche ich das Zeug erstmal. Das ist Erz, das habe ich nicht zur Hand. Alloy Smelter, das Platinum, klar, habe ich alles nicht. QED. Ach, das ist ja interessant. Mit der kann man Shiny Ore, mit einer Kohle kann man das verdreifachen. Das ist auch spannend, das wusste ich noch gar nicht. Naja, vielleicht mache ich das Platinum dann einfach über den Fusion Reaktor, über die Fusion Reaktorkammer da hinten. Aber das hier funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und ja, gucken wir mal, was wir als nächstes angreifen. Natürlich ist meine Smeltery jetzt immer noch voll von diesem Zeug. Und das würde ich dann natürlich gerne rausbekommen. Ich mache das jetzt tatsächlich so, dass ich das über Ingots rauslasse. Wir haben ja Zeit. Das dauert, glaube ich, gar nicht so lange. Gut. Was sagt denn das Questbook noch zu Lost in Time? Es gibt uns die Piggy Wool auf, die wir da unten finden können. Piggy Wool passt ja ganz gut, denn wir haben ja gesehen, dass da oben drauf zwei Schweine sitzen. Ich müsste 2 Lassos dabei haben. Sehr gut, dann kann ich mir die nämlich holen. Das ist doch eine schöne Sache. Dann, denke ich, werde ich da ohne Umschweife aufbrechen und mir die 2 Tierchen da holen. Nur was zu essen hätte ich vorher noch gerne. Und ein paar Blöcke schaden auch nicht. So ein wenig Kobbel oder so. Genau. Macht die Sache doch auch etwas leichter. Und ich habe auch Enderperlen dabei. Genau. Ich weiß, ihr seid keine Withercats, aber ihr müsst trotzdem ins Gras beißen, denn ihr seid mir hier im Weg. Ihr stört mich. So. Dann hüpfen wir hier mal runter und das nehme ich jetzt ganz wörtlich. Denn das ist komfortabler als Treppensteigen. Ich könnte das Zeug abbauen, aber um Gottes Willen, warum denn? Ich habe so viel von dem Zeug. Ich wollte die Kiste da hinten noch ausleeren, fällt mir da gerade auf. Wollen wir doch mal gucken, ob ich mittlerweile Platz für das ganze Zeug da drin habe. Ja, habe ich. Und dann zerbreche ich die gleich noch. Mittlerweile geht das ja einigermaßen schnell mit dieser Überpickaxe. Oh, da drin ist wohl auch Calendrite. Da hat die Endothermic Pump auch schon was rausgesogen. Interessant, dass die dann das Ding nach oben geht. Interessant, interessant. Dann wollen wir mal hier reinschauen. Kann ich da sogar direkt... Ha, na, einen Zwischenraum haben wir noch. Ich möchte zuerst das Schweinchen von da oben retten, denke ich. So. Lassos. Einmal, zweimal. Dieser Satchel ist echt unfassbar praktisch. Sag mir jetzt nicht, dass das Vieh da runtergesprungen ist. Nee, oder? Ernsthaft? Ich glaube, dieses Vieh war tatsächlich so unfassbar dumm, sich darunter zu stürzen und dann natürlich da drin zu verbrennen. Das ärgert mich gerade unfassbar viel,
weil ich dadurch natürlich keine Schweine nachzüchten kann. Was zum Geier? Seit wann springen die Viecher mehrere Blöcke tief? Was habe ich da gerade gesehen? Nach unten. Das hier? War mir gerade, als hätte ich hier wieder irgend so ein verstecktes Ding gefunden. Egal. Ja, also mit Schweinezucht ist wohl fürs Erste nichts. Ich hoffe, hier finden sich noch irgendwo in der Biosphäre welche. Muss ich mir dann mal genauer ansehen. Ich bin gerade echt versucht, eins reinzucheaten. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass das so gedacht gewesen wäre, dass ich mir das Vieh hier hole. Ich kann ja wohl nichts dafür, wenn es dann einfach runterspringt. So ein Müll. Es ist ja auch nicht da hinten irgendwo gelandet, oder? Nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das umgelegt hat, das dumme Vieh. Hallo, bitte hier raus. Danke. Man sollte einfach keine Minecraft-Vanilla-Mechaniken benutzen. Die sind einfach nur verbuggt. So. Ups. Ich habe doch hier irgendwo eine Kiste gesehen, oder? Natürlich, da links. Und ich verschwende überhaupt keine Enderperlen. Nein, nein. Ein Epic Reward Bag, den ich wieder nicht aufmachen darf, weil ich ihn mir aufbewahren will für diese Reward Bag hier. Legendary Reward Bag Seed kann man mit 10 Legendary Reward Bags machen. Ich habe noch keinen einzigen bekommen. Und mit 5 Epic Bags, was halt wirklich nicht viel ist, kann ich mir halt ein Epic Bag Seed machen. Und das wäre ziemlich, ziemlich krass. Gut, jetzt habe ich das Ding auf jeden Fall leergeräumt. Und habe ich genug Enderperlen, um mich einfach auf den anderen Inseln noch umzugucken? Ja, sollte reichen. Einmal. Hier findet sich nichts. Hier spawnt natürlich auch nichts, weil dieses flüssige Metall da unten Licht abgibt. Ziemlich praktisch. Ich komme nicht dahinter. Nicht von hier aus. Ich versuche das mal von der anderen Seite. Hier lang und dann hier auf den Stein. Ach, die war eh schon auf dem Festland. Ah, dann war das die, wo ich schon eine Kiste runtergeholt habe. Okay, passt. Dann schauen wir doch mal nach oben und sehen, wie weit unsere Calendrite-Blöcke sind. Weitere Schweine sehe ich hier übrigens leider überhaupt nicht. Was meint ihr, wenn ich so ein Schwein reincheaten würde? Wäre das verwerflich? Ich habe den Eindruck, das waren halt die einzigen Schweine, die man hier finden konnte in der Map. Vielleicht bekommt man mal noch welche als Quest-Reward. Vielleicht sogar für die Quest mit der Piggy Wool. Könnte ich ja eigentlich mal gucken. Nein, leider nicht. Miner's Delight, Hypercubed und ein Reward-Bag. Diese Kätzchen haben eine heilige, also eine Wolle, irgendwo in der Nether-Sphere. Ja. Offensichtlich, ich habe das Ding. Das bringe ich dann gleich zum Victory Monument. Hier habe ich diese Kiste mit dem ganzen Tinkers-Zeug. Ich glaube, ich mache da mal nur Teile rein und nicht komplette Waffen. Das ist eigentlich auch eine komplette Waffe, okay. Diese Teile packe ich dann da rein. Okidoki. Dann haben wir Florps mit Calendrite. Das ist gar nicht übel, denn die taugen auch als Lichtquelle, halt lavaartig. Packe ich einfach mal hier rein. Dense Calendrite Ore kann ich auseinandernehmen. Mache ich dann vielleicht auch gleich noch. 2 Skystone Chests, die kommen weg. Das Ding, das kommt alles hier rein. Ich kriege immer Federn und Eier, weil ich da an der Farm vorbeilaufe, wenn ich hier reinkomme. Mehr Enderperlen wären ganz gut. Ich bin sicher, dass die Farm da hinten mittlerweile wieder welche abwirft. Und landen hier nicht auch welche drin? Oh, und wie? Haha.
Ja, das ist doch auch ziemlich gut. Dadurch, dass die Farm auch Endermans erledigt. Ich packe dann auch noch mal hier in meinen Satchel. Alle reif. Jawohl. Immer nur her damit. Enderperlen, Enderperlen, Enderperlen. Komfortabelstes Transportmittel, das ich momentan habe. Irgendwann kann man diesen, oder eigentlich ist es jetzt schon eine Quest, diesen Staff of Traveling zu machen. Vielleicht sollte ich das machen, aber ich glaube, es kostet mich einen Villager und davon habe ich nur zwei. Plus, es scheint sehr schwierig zu sein, Villager in dieser Map nachzuzüchten, denn und es gibt nur die Vanilla-Mechanik, um Villager nachzuzüchten in diesem Modpack. Wir haben ja keinen Mine Factory Reloaded und die Powered Spawners von Ender.io sind in diesem Modpack leider auf zwei beschränkt, nämlich auf Chicken und Enderman. Sonst kann man sich also nichts mit Strom nachspawnen, was einigermaßen ärgerlich ist, aber kann ich leider auch nichts dran ändern, nicht wahr? Gut. Da habe ich noch so einen Seared Brick, der hier rumschwirrt und den Reward-Bag packe ich weg. Wie viele habe ich denn jeweils? Zwei Epic, vier Greater, fünf Good. Basic Reward-Bag, die kriege ich sicher noch nicht zusammen. Good Reward-Bag Seed brauche ich fünf. Und ein Universal Seed im Seed Infuser war das, nicht wahr? Ja. Dann mache ich mir doch jetzt Good Reward Bag Seeds und züchte mir dann gute Rewards. Die sind ja erfahrungsgemäß nicht so großartig, aber was soll's? Gut, dann haben wir ja den Seed Infuser. Hier haben wir hier drüben. Universal Seed auf der einen Seite, fünf gute Reward Bags auf der anderen Seite, Infuse. Dann sollten die immer weniger werden. Und ich bekomme einen Good Reward Bag Seed. Großartig. Und wenn ich den dann ernte, sollte ich mehrere Seeds rausbekommen. Das heißt, es können dann auch mehr werden. Irgendwann werde ich diese Farm hier vielleicht auch vergrößern, aber das mache ich dann auch offscreen. Das geht doch schon sehr flott voran hier. Und das Ergebnis ist überhaupt nicht übertrieben oder so. Wunderbar, wunderbar, das gefällt mir. Und hier drüben ist die Smeltery mittlerweile schon leer. Und wir haben hier noch eins, ja, so gut eineinhalb Stacks von diesen Calendrite-Blöcken, Ingots. Einwandfrei, gefällt mir. Das packe ich erstmal alles hier rein. Und dieses Dense Ore kann ich einfach mal zerlegen, denn sonst hat es mir ohnehin keinen Wert. Oh, das läuft schon über mal wieder, hm? Ja. Dann leeren wir das mal aus. Und dieses Calendrite-Ore kann ich mit Lack abbauen. Ich habe ja Lack auf meiner Spitzhacke. Eigentlich könnte ich mal gucken, ob ich das Lack noch weiter aufwerten kann. Ich habe hier fünf zusätzliche Modifier noch drauf. Wow, okay. Und ich habe Lapis 450 von 450. Gibt es da noch eine höhere Stufe? Wollen wir doch mal sehen. Den Kram werden wir jetzt erstmal los. Machen wir mal ein paar Lapisblöcke hier draus. Jawohl. Dann kann ich das Ding hier drin aufwerten. Oh nein, das geht gar nicht mehr. Habe ich da schon die Maximalstufe an Lapis drauf? Okay, und wie ist es bei meinem Hammer? Auch 450. Okay, dann ist das wohl schon das Maximum. Dann soll mir das recht sein. Dann gehe ich halt mit dem Ding direkt hier auf dieses Erz los. Denn so ein Dense Ore droppt ja mehrere normale Ore-Blöcke. Und ich denke, da ist vielleicht sogar Luck mitverantwortlich dafür, wie viele das droppt. Das war über ein Stack. Wow, okay.
Und das kann ich ja jetzt auch noch durch die SAGMIL-Alloy-Smelter-Kombination jagen und damit nochmal verdoppeln. Das heißt, wir bekommen da schon wieder über 2 Stacks Calendrite-Ingots raus. Von diesem Zeug schmeiße ich hier mal ins ME-System rein, was reinpasst. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal zum Victory Monument und setzen da unsere Piggy Wool ab. Ich ärgere mich immer noch, dass dieses zweite Schwein verreckt ist. Sorry für die Wortwahl. Was da noch nachkommt. Einiges. Andererseits aber auch nicht mehr so, toll. Andererseits aber auch gar nicht mehr so viel. Wir haben hier noch Ash, Smoky, Ocean und Pomegranate. Eins, zwei, drei, vier. Der Rest ist unbeschrieben. Vielleicht sind das dann diese Community, Spatial Areas hier. Ich habe Quests mit uneingeforderten Rewards bei Bake to Win. Wither Kitty Killer. Ach, das habe ich jetzt bekommen, oder? Dafür bekomme ich Quintuple Compressed Cookie. Da könnte man ganz gut Cookies farmen. Ich kann mich vor die Biosphäre stellen und kann massig von den Viechern abknallen. Die schwirren da ja in dermaßenen Mengen rum. Bei Lost in Time habe ich auch eine nicht eingeforderte Belohnung. Bei Piggy Wool. Dann habe ich das doch noch gar nicht angeklickt gehabt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen. Und mir fehlen auch immer noch so ein paar von diesen. Von diesen Trophäen. Ich glaube kaum mehr, dass so besonders viele hier drin versteckt sein dürfen, denn ich habe eigentlich recht gründlich gesucht. Was noch sein könnte, das kann ich euch ja mal zeigen. Hier oben. Ich frage mich, ob man da durchkommt. Dafür bräuchte ich aber ein bestimmtes Werkzeug. Der hat sich, glaube ich, wegteleportiert, bevor ich ihn getroffen hatte. Aber jetzt, glaube ich, habe ich ihm gerade eine verpasst. Sobald die Viecher brennen, hauen sie ab. Okay. Was ist da drüber, frage ich mich. Dafür müsste man aber entweder fliegen können. Es gibt nämlich Löcher in diesem. Also wir sind ja in so einer Art zylindrischem Konstrukt mit diesem ganzen Zeug hier. Und unten gibt es ein paar Löcher, wo diese. Ich kann es euch eigentlich zeigen. Statt hier so groß zu reden, wofür habe ich denn meine Enderperlen? Da brauche ich hier nur eine runterzuwerfen. Und dann sollten wir das direkt sehen. Hui. Da sind wir. Das ist der Boden dieses Zylinders und hier oben sieht man es. Ich bin zu faul zum Laufen, deswegen werfe ich Enderperlen. Das ist der einzige Grund. Hier sind so Löcher, durch die man aus dieser Struktur raus kann. Und wenn ihr eine gute Auflösung habt, seht ihr so ein Grisseln im Bildschirm. Das ist, weil wir hier, glaube ich, in einem großen Bedrock-Würfel oder so drin sind. Aber ja, hier könnte ich jetzt nicht raus, da würde ich drunten in der Void sterben. Aber hier könnte man rausfliegen, wenn man es könnte. Und es gibt ja diese Angel Rings von Extra Utilities, mit denen man, also die sind uferlos teuer. Ludicrite, ich weiß gar nicht, wie man das macht, das ist von Big Reactors. Aber wir brauchen 4 Diamantblöcke, was jetzt vielleicht nicht so schwierig ist, das geht einigermaßen. Und Septuple Compressed Cookies, 4 Stück. Dann können wir uns so einen Angel Ring machen. Was interessant ist, ist, dass man keine Unstable Ingots braucht. Das ist nämlich bei den meisten Modpacks im Rezept so. Das heißt, wir brauchen auch dieses Sigil nicht hier. Ist das gar nicht hier im Modpack? Doch. Das braucht man normalerweise, um diese Angel Rings zu craften. Aber das brauchen wir hier nicht. Das heißt, wenn ich eine wirklich gute Keksfarm hinbekomme und an Ludicrite rankomme, da habe ich aber überhaupt keine Ahnung, wie man da. Wo es das überhaupt gibt. Spuckt das einen Reaktor aus? Nee.
Das muss man wahrscheinlich aus einer Quest bekommen und dadurch stellt Parcel vermutlich sicher, dass man auch nicht an dieses Zeug rankommt, bevor man rankommen darf und fliegen darf. Okay. Ist das auch ein großes Loch da in der Seite? Ich glaube, da komme ich aber nicht drauf. Okay, ich werde darunter gehen, den Wasserstrom hochschwimmen und dann sehen wir uns oben im Observatorium wieder. Warum habe ich das gemacht? Jetzt habe ich diese ganze Lauferei hier zu tun. Mann, Mann, Mann. So, da bin ich wieder. Die Kekse, die komprimierten, die ich da aus einer Quest Reward bekommen habe, lege ich natürlich hier mit rein. Und wir sehen, wir haben immer noch einen derben Überschuss an Kakao gegenüber dem Weizen. Da werde ich definitiv bis zur nächsten Folge einiges dran zu basteln haben, bis dieses Ding so funktioniert, wie ich will. Oh je, meine, am Ende muss ich diesen Steve's Factory Manager woanders hinsetzen und darf das ganze Programm neu aufsetzen. Da hätte ich ja überhaupt keine Lust drauf. Aber das muss dann vielleicht sein. Wir haben gerade übrigens den ersten Legendary Reward Bag bekommen. Ich bin so versucht, ihn aufzumachen. Aber ich will ja diesen Seed auch haben. Und für den brauche ich 10 davon. Hui. Bekomme ich die wohl zusammen? Es wäre so angenehm, hier zu zweit zu spielen. Dann würden beide die gleichen Quest Rewards bekommen und man hätte jetzt schon zwei. Ach ja, das wäre eine gute Sache. Aber forever alone. So, das Wild Pig packe ich hier rein. Solange es allein ist, kann ich ja eh nichts damit anfangen. Dann hole ich mir ein leeres Lasso stattdessen raus und packe die wieder in meinen Satchel. Und dann wollen wir doch mal sehen, was das Questbook noch hergibt. Better Enchanting. Sie wollen, dass ich eine Printing Press bastle. Mit einer Printing Press ist alles möglich. Damit kann man einfach magische Bücher vervielfältigen. Die ist von Bibliocraft, glaube ich. Und ich habe gehört, das Rezept wäre hier sehr verschlimmert worden. Wow. Aber sowas von. Hallo. Print Press Chase. Fangen wir. Bist du wahnsinnig? Ein Solarium-Block und eine Zombie-Elektrode, die man dann wiederum in diesem Slice and Splice machen kann. Das wird eine Menge Crafting. Dark Steel ist auch so eine Legierung von Ender.io, die ich basteln kann. Okay. Also das wird eine Menge Legierungen machen sein und eine Menge dummes Crafting. Das mache ich dann sicher offscreen, denn das wäre sonst wirklich einfach nur langweilig zuzusehen. Ich bekomme 64 Inksacks daraus. Das ist ja doch schon mal nicht schlecht. Und dann muss ich eben noch irgendwie einen Weg finden, Shiny Metal zu machen. Ah ja, genau, Folding Space. Das ist übrigens dieser Staff of Traveling, wo ich gemeint habe, dass es ein gutes Fortbewegungsmittel wäre. Der Staff of Traveling kann nicht nur den Raum falten und erlaubt es mir, zu Travel Anchors direkt zu springen, also ohne auf einem zu stehen. Er lässt mich auch ein kleines Stück vorwärts hüpfen, indem ich Shift-Rechtsklick mache. Okay. Damit könnte ich mich natürlich dann, also mit dem kann man wie mit einer, sich ein Stück weit vorteleportieren, dahin, wo man damit zeigt. Auch nach oben. Man kann also sozusagen fliegen. Und damit könnte ich vielleicht auch durch die Decke dieses großen Zylinders kommen. Oh, man bekommt Ender-IOs dafür. Mit denen kann man Maschinen aus der Ferne kontrollieren. Zwei Travel Anchors, ein Entising Crystal. Wow, krasses Zeug. Aber dieser Staff of Traveling ist halt hier gerade besonders teuer. Das ist ein Metall, das wir, glaube ich, noch gar nicht haben. Ist das irgendeine Legierung? Nee, offenbar nicht. Das heißt, das muss ich auch erst noch finden. Und dann eben hier ein Villager mit einem Emerald zusammen ein Soulbinding durchführen. Es ist alles nicht so easy, würde ich sagen. Gibt es noch andere Quests? Also dieses Exchanging Space wäre vielleicht eine Möglichkeit. Einen Redstone Exchanger machen, was ein total cooles Gerät ist übrigens. Ah ja. Also es gibt einiges an. Ach, Ashwool, das ist dann schon das nächste. Hadaroth Alloy, Black Steel Alloy, Atlarus. Okay. Also es kommt auf jeden Fall noch genug auf uns zu, dass uns nicht langweilig wird. Ich würde aber an dieser Stelle diese Folge beenden. Wir haben einiges geschafft wieder heute. Und oh, der erste Good Reward Backseat ist schon fast fertig.
Es lohnt sich also wirklich, diese Seeds wirklich auch aus den Reward Bags zu machen, denn dann bekommt man halt wirklich viel von diesem Zeug. Okay. Wir sind ein Stück weiter. Ich werde definitiv einiges an dieser Farm hier basteln. Bis zum nächsten Mal und dann schauen wir doch mal, ob die dann läuft. Bis dahin. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, schaut das nächste Mal auch wieder vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe mich auch gefreut, wenn ihr das jetzt gesehen habt. Natürlich. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und sag bye bye.